ein Geschenk für dich, mein Engel. Echt? Mein Lieblingskind von uns beiden, gell, mein Engel? Ich liebe dich für immer. Ja, nach 3 Jahren Beziehung, das erste Mal 14 Tage getrennt, das ist schon heftig. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist die Beste, du schaffst das, du machst das gut. Ich bin ganz stolz auf dich. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Steffi eine sehr emotionale Person ist, die auch ja, sehr, sehr sensibel ist. Alles gut, Billy, wein mit. Wein mit. Das wird alles, Schatz. Ich mach dir keine Sorgen. Ja. Ich vertraue dir, alles ist gut. Ja. Ich kann das ab. Ich schaff das. Ja, trotzdem meine Frau allein zu lassen, die ich über alles liebe. Ich vertraue ihr, da wird nichts passieren. Aber allein, dass ich weiß, sie ist traurig, sie ist 2 Wochen weg von mir, das ist ein komisches Gefühl. Ja, mir geht's im Moment nicht so gut. Ich bin halt traurig. Und das ist auch okay. Es geht überhaupt nicht, dass der Willi nicht bei mir ist. Willi ist alles für mich. Also ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Trennen tut jedem weh. Wenn man weiß, man kann in 2 Wochen mit jemandem nicht sprechen, tut das weh. Ja. Viel, viel mehr. Okay. Ich dachte zuerst, dass es mir nicht so nahe geht. Aber wenn es dann halt plötzlich tatsächlich so ist, dann geht es einem natürlich trotzdem nah. Aber es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Kein Telefon. Keine Rauchzeichen, keine Brieftauben. Aber ich habe in seinen ganzen Koffer und Klamotten Kleinigkeiten versteckt, die er immer finden wird, um an mich zu denken. Ja, irgendwie ist gerade so eine Leere da, muss ich sagen. Ja, scheiße. Ne? Also, sie wird mir schon sehr fehlen. Wir gehen da zusammen raus. Okay? Wirklich? Ja, 100%. Ich bleib treu. Ich bleib treu. Wird schon, Baby. Wird schon. Mach dich nicht. Ich vertrau dir echt, ja. Ja, kannst du. Mach dir keinen Kopf. Okay?